Und damit hallo und herzlich willkommen zurück in Resident Evil. Ja, wir haben ja jetzt die Hundepfeife gekriegt und ich würde sagen, wir gucken jetzt nochmal, ich muss überlegen, was ich jetzt machen wollte. Wir müssen das Gewehr auch irgendwie kriegen, aber ich habe halt nichts, was ich damit austauschen kann. Jetzt muss ich erstmal gucken. Gibt es hier irgendwie... Es wäre geil, wenn man hier auch noch die Namen der Zimmer hätte oder so. Weil das ist ja jetzt alles EG. Dann würde ich sagen... Warte mal, kann ich jetzt hier nicht weitergehen? Ja, kann ich. Warte mal. Wir erkunden aber erstmal, wo bin ich denn jetzt hier? Ich bin jetzt hier. Genau, ich würde sagen, wir erkunden. Aber hier kann man nicht durch, ne? Genau, die Tür ist verschlossen. Ein Helmsymbol ist, okay. Brauchen wir ein Helmsymbol? Alles klar. Nur nochmal zur Abklärung. Dann gehen wir jetzt da zurück und gehen da hinten in den Raum mal weiter und gucken mal, ob da noch irgendwie eine Möglichkeit ist, was zu finden. Mal hier waren wir drin, oder? Oder war das war auch verschlossen, ne? Ein Rüstungssymbol, okay. So, warte mal. Der Kater ist hier gerade. Sieht man ihn? Nein. Doch, so ein bisschen. Neugieriges Tierchen. Sollen wir mal kurz auf die Karte gucken? Die Treppe runter war der Speicherraum, da war ich ja schon drin. So, sollen wir gucken. Dann versuche ich jetzt mal. War das nicht? Achso, genau, die hat ja keinen Griff. Genau. Warte mal, habe ich irgendwas, was ich als Griff benutzen kann? Nö. Dann gehen wir hier gucken. Weil ich glaube, ich muss erst irgendwas finden für das Gewehr. Jetzt bin ich hier, genau. Jetzt gehen wir mal hier rum und gucken, was hier noch so ist. Ein Rüstungssymbol. Okay, hier ist Rüstung. Oh, was ist denn das hier? Kaputte Teller. Auch ein Rüstungssymbol. Also glaube ich mal stark, gehe ich mal stark davon aus, dass das hier bald alles... Scheint nichts Nützliches zu geben. Dass das bald alles mit dem Rüstungssymbol noch aufzuschließen wird. Sie haben den Schwertschlüssel verwendet, das ist schon mal gut. Die Tür haben wir schon mal aufgeschlossen. Ah, jetzt sind wir hier. Okay, das heißt, wir sind jetzt erste OG. Was ist denn das hier? Eingangshalle oder was? Ich glaube, ne? Genau. Das ist die Eingangshalle. So, jetzt muss ich mal kurz auf die Karte gucken. Da hinten kann man noch eine Tür aufmachen. Was hat er denn gesagt? Kann ich noch mal in diesen... Oh Gott, jetzt bin ich ein bisschen... Warte mal. Genau, das ist das EG. Da wir sind jetzt direkt über der Eingangshalle. Da ist ja diese... Ah, da ist der Speiseraum. Okay, also wir laufen jetzt auf den Speiseraum zu. Und daneben war noch eine Tür, die ist rot markiert da unten. Da gucken wir gleich mal, ob wir da reinkommen. Ich bin jetzt ein bisschen überfragt. Ich versuche jetzt einfach mal, ob ich... warte mal. Geradeaus, da ist die große Tür. Die kleine hier will ich nehmen. Vielleicht können wir die aufschließen. Ich weiß ja nicht, ob das geht. Ist von der anderen Seite verschlossen. Okay. Das geht dann schon mal nicht. War hier noch irgendwelche Türen?
Haben wir hier noch irgendwelche Türen? Nö. Doch, hier. Da sind zwei. Warte mal, gehen die beide? Ja, da kommen wir durch, okay. Wo bin ich denn jetzt? Ah, hier bin ich, okay. Jetzt weiß ich, wo ich bin. Warte mal. Ja, irgendwie bin ich jetzt ein bisschen überfragt, weil wir müssen ja irgendwie diesen Außenbereich. Ich sehe es gerade, warte mal. Ich sehe es gerade auf der Karte. Wir gehen hier lang. Und gehen dann nach links. Und dann müssten wir rein theoretisch in diesem Außenbereich sein. Wenn ich mich nicht täusche. Das müsste jetzt hier vor uns. Nee, falsche Ecke. Ah, hier ist eine Tür, warte mal. Sie haben den Dietrich verwundet. Okay. Gut, warte mal. Das ist jetzt der Außenbereich. Also da habe ich jetzt aufgeschlossen. Ah, warte mal, jetzt bin ich. Jetzt weiß ich wieder, wo ich bin. Okay, macht Sinn. Was ist denn da hinten noch für ein Raum? Da habe ich nämlich noch gar nicht geguckt. Warte mal hier, ne? Ja, gucken wir mal hier. Ah, ein Heldensymbol, okay. Und dann gehe ich nochmal hier unten gucken. Weil hier unten war ja auch noch was, was wir noch nicht so ganz. Da sind nämlich noch zwei Räume. Ich guck mal einfach hier, weil hier ist nämlich ein Speicherraum auf jeden Fall. Will ich mal überlegen. Aber sind wir im Erdgeschoss? Na egal, mal gucken. Warte mal, hier war der Speicherraum, ne? Genau, dann gehe ich jetzt mal hier lang. Genau, hier wollte ich. Ah, stimmt. Hier war ich nämlich noch gar nicht. Okay, wo sind wir jetzt? Jetzt haben wir geradeaus und jetzt gucken wir erstmal hier rein. Sie haben den Dietrich verwendet. Sie haben Dietrich verwendet. Ein Herrn Dietrich oder Frau Dietrich. So, können wir. Oh, guck mal, was liegt denn da? Das sieht aus nach. Keine Ahnung. Oh la la, was ist denn das hier? Nur alte Möbel? Da liegt aber was. Batteriepack. Ja, nehme ich. Und guck mal, was wir hier haben. Defektes Gewehr. Ich habe eine Idee. Gibt es hier noch mehr? Gibt es hier noch irgendwas? Ah, guck mal. Farbband. Nehmen wir doch gerne mit. Es ist noch Kerosin da. Ja, okay. Also die Kerosinkanister kann man nicht mitnehmen, man kann die nur in diesen komischen Flachmann füllen. So, da ich jetzt das kaputte Gewehr habe. Okay, der Raum ist jetzt auch pfandfrei, würde ich mal sagen. Jetzt muss ich kurz überlegen, wo war dieser Raum? Nochmal, wo wir das Gewehr hatten. Das war unten im Erdgeschoss. Wo war denn das? Ich überlege gerade. Ah, ich weiß wo. Hier hinten rechts.
Genau, bei der Schreibmaschine, Inventarbox auf der anderen Seite. Wie komme ich denn da am schnellsten jetzt hin? Boah. Dann gucke ich mal, ob wir hier durchkommen. Weil ich denke mal, wenn dieser Hund wirklich so gefährlich ist, dass der nur kommt, wenn diese Hundepfeife da ist und wir den dann bekämpfen müssen, dann macht es doch Sinn. Oh, ein Rüstungsschlüssel ist eingerammelt. Okay, da können wir nicht lang. Dann würde ich sagen, wir müssen mal zurückrennen. Ich weiß aber nicht. Ja doch, dann nehmen wir den ganzen Weg zurück, gehen die Treppe hoch. Oder gibt es noch eine Abkürzung irgendwie hier? Nee. Genau, da ist dann der Außenbereich da hinten. Da müssen wir als nächstes hin. Genau, jetzt gehen wir hier erstmal lang. Warte mal, komme ich von hier? Ja, ich muss erstmal in den Speiseraum wiederkommen, dann weiß ich nämlich auch, wo ich bin. Das ist alles ein bisschen alles noch Neuland hier. Das ist auch nicht so, ich sag mal, so gut strukturiert wie im Zero-Teil. Also meines Empfinden nach. Aber war das alles im ersten OG? Nee, das war unten. Genau. Jetzt sind wir auf jeden Fall hier in der Eingangshalle. Also im ersten OG in der Eingangshalle. Boah, es ist so. Das ist so. So tricky hier. So. So, Eingangshalle. Das heißt, wir müssen jetzt wieder in diesen Raum hier gehen. Kann ich daneben eigentlich? Kann ich hier eigentlich durch? Warte mal. Ein Helm-Symbol. Okay. Gut. Dann gehen wir wieder hier durch. Ich wollte gerade nicht. Ich habe F gedrückt, aber ging nicht. Ach ja. Ach, ich finde das ja ein mega geiles Spiel. Aber es ist auch manchmal so, dass du hier echt. Also ich sag mal so, du musst denken. Wenn du nicht denkst und nicht überlegst, kommst du nicht weiter. So, jetzt sind wir hier. Genau, jetzt sind wir wieder hier. Ich mag das nicht, wenn so Horror, gruselige Musik kommt. Dann weiß ich nicht, ob gleich irgendwas passiert oder nicht. Deshalb. So, hier war der Außenbereich. Jetzt überlege ich gerade, wo diese. Die Tür war hier, ne? Nee, warte mal, von hier sind wir gekommen. Ey, jetzt bin ich durcheinander. Ganz ruhig ein bisschen eingekriegt. In diese Richtung. Genau, so. Da war nämlich das Badezimmer. Jetzt müssen wir hier in diese Tür gehen. Und in den Raum dahinter zu gelangen. Das ist ein bisschen verwirrend, aber das ist halt so ein altes Anwesen. Genau, hier war der Raum und da hinten war das Dingsda-Bumsda. Das heißt, ich tausche jetzt die Gewehre aus. Ich hoffe, das funktioniert. Ja. Nein. Okay, wir machen mal das anders. Dann machen wir das. Nee, verwenden wir die jetzt auch nicht. Machen wir das so. Vom Gewicht her hat es ja dasselbe. So, das heißt, wir haben hier jetzt eine Pumpgun. Und die pumpt ganz schön. Okay. Dann möchte ich jetzt auf jeden Fall erstmal speichern. Und dann muss ich jetzt da hinten in den Dings gehen.
Also vermutlich. So, wie kommen wir denn jetzt am schnellsten zum der... Rein theoretisch könnte ich dann eigentlich hier durchgehen. Ich habe hier so ein ziemlich lange Kabel hier. So. Jetzt wollte ich aber noch mal gucken, was hier hinten für ein Raum ist. So viel Zeit muss sein, oder geht er wieder nicht? Das Wappen der Spencers ist hier in der Tür eingraviert. Aha. Was ist hier? Rüstung. Okay. Und da war ja wieder nur Außenbereich. Aber da will ich jetzt nicht rein. Gut, dann gehen wir hier lang. Also wenn man jetzt hier wieder durchgeht durch die Tür, macht man den Türgriff kaputt. Genau, ich wollte hier speichern. Genau, hier ist unten Speicher-Dingsbums. Ach ja. Ich wollte an die Box. Jetzt ist halt das Blöde. Was tauschen wir jetzt aus? Brauche ich das Feuerzeug vielleicht irgendwann nochmal oder brauche ich das Feuerzeug gar nicht? Das ist hier jetzt die Frage. Brauche ich das Feuerzeug? Oder brauche ich es nicht? Weil ich kann es mir immer wiederholen, wenn ich es brauche. Weil wozu brauche ich jetzt das Feuerzeug? Ist ja eigentlich nur zum Kamin entzünden gedacht gewesen. Von daher vermute ich einfach mal, wir brauchen das nicht mehr. Ich möchte das gerne mit der Gewehrmunition austauschen. So, den Schlüssel brauche ich auf jeden Fall. Oder brauche ich den nicht mehr? Weil wenn wir jetzt gleich einen neuen Schlüssel kriegen, bräuchten wir den alten nicht mehr. So, warte mal. Ich habe jetzt das hier weggepackt. Jetzt würde ich ja sagen, warte mal, wir müssen eh da oben nochmal hin, ne? Wir müssen ins Obergeschoss. Und wo war denn jetzt dieser Außenbereich nochmal? Oh, scheiße. Ey, komm hier, ich speichere hier. Das ist erstmal schon alles jetzt schon mal gesichert, darum geht's. Dann laufe ich lieber nochmal Abstellraum Ostflügel. Wir sind im Ostflügel, okay. Dann müssen wir jetzt da hinten in diesem, was waren das, Westen? Ich glaube Westen, ne? Wenn ich mich nicht täusche. Dann ist der andere Speicherraum West. Ja, nie ohne Seife waschen, genau. Ja, so merke ich mir das immer. Okay, wo sind wir denn jetzt hier lang? Wie sind wir denn jetzt nochmal hier lang gekommen? Ey? Dann hier lang? Oh, das ist echt eine Qual. Ich habe ein bisschen Angst jetzt, dass das gleich passiert, wenn wir da auf diesen Köter treffen oder was das sein soll. Genau, hier geht es nicht weiter. Da müssen wir jetzt einen Gang hier lang. Geradezu. Dann sind wir wieder in der Eingangshalle, glaube ich. Oder über der Eingangshalle. Genau. Jetzt gehen wir hinten in das Esszimmer rein. Wahrscheinlich, wenn wir diesen... Ich glaube, der Hund
Der, das Halsband, den müssen wir wahrscheinlich töten. Das Halsband nehmen und dann gucken, der hat bestimmt irgendeinen Schlüssel. Entweder Rüstung, Helm oder was gab's noch? Nee, Schwert haben wir schon gehabt. Genau. Der hier. Genau, jetzt geht's hier weiter. Nee, hier geht's weiter. Genau, hier war der Außenbereich. Genau, das war der Außenbereich, glaube ich. Was ist denn los? Jetzt kann ich gerade nicht. Kannst du noch ein bisschen warten? Danke. Gut, das ist jetzt der Außenbereich. Dann benutzen wir da gleich mal die Fahrt. Okay, ich würde sagen, hier wachsen grüne Kräuter. Die brauchen sie jetzt nicht. Okay, dann würde ich sagen, ich stelle mich mal hier einfach hin und versuche einfach mal mein Glück. Steuerung N. Steuerung N, ja. Oh oh. Oh oh. Hallo? Bist du tot? Alter. Oh, warum? Hä? Egal. Komm her, ich mach erstmal kombinieren. Wir überprüfen wieder auf 6. So. Gut, dann nehmen wir jetzt hier das Ding auf. Halsband. Dann untersuche ich das Halsband. Prüfe. Schön hier mal den Schalter. Was ist das? Eine Münze war im Halsband verborgen. Eine Münze. Da ist eine Rüstung drauf. Ha! Sie hat die Form eines Schlüssels angenommen. Schlüsselimitation. Sieht aus wie ein Schlüssel, ist aber nicht steif genug zum Umdrehen. Okay, wir haben ein Schlüsselimitat. Ja, Katerchen. Was mache ich jetzt damit? Ja, jetzt ist die Frage, wo. Jetzt gehe ich erstmal hier rum und guck mal. Ja, aber wo muss ich denn jetzt mit dem Schlüssel hin? Wir gucken einfach mal hier. Sehen. Eine dornige Pflanze, die ich noch nie gesehen habe. Okay. Ja. Das ist jetzt irgendwie. Warte mal, kann man hier irgendwas machen? Ein Fenster. Sie haben die Tür aufgeschlossen. Die Hundepfeife brauchen Sie wahrscheinlich nicht mehr. Ablegen? Ja, auf jeden Fall. Platz mehr. Sehr schön. Du kriegst gleich deine Steicheleinheiten. Ah, jetzt sind wir da. Okay. Gut, jetzt ist aber die Frage, wo muss ich mit diesem Imitat-Ding hin? Gibt es da irgendwas, das mir hilft? Warte mal, ich guck mal in den Akten. Buch der Firma. Ich habe aber nicht so viel hier. Ich habe hier nur das Handbuch, dann Kens Film. Und die fehlt mir 4. Da habe ich nämlich. Oh Gott, ist das kacke. Ja, aber wo muss ich denn mit dem Schlüssel hin?
Ah, ich weiß wo. Ja, ich weiß wo. Wo war denn das? Wir waren ja in der ersten Folge in diesem Kammer, wo diese Ritter sind. Da liegt doch der Schlüssel, genau. Jetzt muss ich kurz überlegen, wo das war. Ich glaube, das war hier unten. Da war irgendwo ein Raum, wo diese Ritterrüstungen... Ich überlege nur gerade, wo der war. Warte mal, wir sind jetzt hier. Da ist die Schreibmaschine. Doch der Speisesaal. Beim ersten OG war der, glaube ich, nicht. Geradeaus sind die Hunde, also die Außenwelt. Ziemlich überfragt. Warte mal. Da war der Raum. Warte mal, da hinten war der Raum. Oh, oder war das hier? Nee, warte mal, hier ist die... Scheiße, ich weiß es nicht mehr. Weil da war ja der Schlüssel eingraviert. Das war glaube ich nicht hier, oder? Kater, du musst doch schon hier bleiben. Nee. Das ist falsch. Ach, wo war denn dieser Raum? Ey, scheiße. Gibt's da hinten beim Speiseraum noch einen? Also hier ist auf jeden Fall Fehlanzeige. Ich könnte mir jetzt die erste Folge angucken, um zu wissen, wo der war, aber das will ich gar nicht. Ich will das so rausfinden. Aber ich glaube, das war hier. Bin mir ziemlich sicher. Nee, das ist der Haupteingang, oder? Ja, da wollen wir nicht hin, da war der Tod. Das haben wir in irgendeiner Folge schon gemerkt. Genau, das muss hier hinten gewesen sein. Das muss jetzt auf jeden Fall... Auf jeden Fall geht es hier lang. Mir fehlt gleich was vom Kopf. So. Und dann würde ich sagen... War das hier schon? Seite verschlossen. Dann muss das diese Tür hier gewesen sein. Ein Rüstungssymbol. Okay, da ist ein Rüstungssymbol eingraviert. Dann muss das hier gewesen sein. Oder? Nee. Oh Gott. Wo war denn diese Scheiße? Ich habe schon gesagt, dass ich diese Steuerung manchmal hasse.
Das kann ja nur hier irgendwo sein. Naja, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, ob wir den Raum noch jemals mal wieder finden werden, dann guckt in der nächsten Folge vorbei. Und in diesem Sinne sage ich erstmal danke fürs Zuschauen, wenn ihr dabei wart. Bis zur nächsten Folge. Ciao.